an. Dann fragt er nochmal, möchtest du dich wirklich mit dem Internet verbinden? Dann sagen wir einfach mal ja. Und dann lädt es auch hier oben schon. Und mit Vodafone ist man da auf der guten Seite. Das Internet ist recht schnell. Die Ladezeiten sind ganz gut. Und man kann zum Beispiel auf so eine redaktionelle Seite wie Spiegel oder Stern oder je nachdem, was ihr gerne besucht, seine Texte oder seine Nachrichten lesen. Muss ja nicht unbedingt ja, Politik sein oder kann auch was anderes sein. Dann sieht man seine Texte, seine Grafiken ganz gut und navigieren tut man dann halt mit diesen Tasten hier und diese Manöver werden dann einfach hier ausgelöst. Also recht gut dargestellt auch das Internet für ein Handy. Wir sagen mal hier beenden an dieser Stelle. Großartig wollen wir, wie gesagt, das Internet nicht zeigen. Nein, das ist ganz normales Internet, ganz normales Handy-Internet und nichts Besonderes wie bei den Smartphones. Oder wieder bei dem höheren Modell, was wir auch nochmal hier haben, dem BL40, da ist das Internet schon wesentlich wichtiger. Dazu kommen wir später nochmal. Hier nochmal zum Telefon, gehen wir weiter ins Menü. Kamera haben wir getestet, Nachrichten erstellen, ist auch nichts Großartiges. Nachricht und dann können wir hier unseren Text hier eingeben. Das kann dann eingegeben werden, wie gesagt, über die Tastatur hier. Und so sieht's aus, wenn man einen Text eingibt. Man hat T9 aktiviert und kann dann halt einen Text eingeben. Auch nichts Besonderliches. Ziemlich cool die Animation hier zum Beispiel. Läuft sehr schnell. Macht Spaß im täglichen Umgang mit dem Telefon. Eigene Dateien, unsere Bilder, Auflistung, Musik, Videos und Bilder. Hier sieht man zum Beispiel ein Bild, das wir geschossen haben. Ein 3D-Sensor hat das Telefon jetzt nicht, was uns jetzt auf die vertikale oder auf die horizontale zufügt. Ich mache mal das Bild hier an. Und ihr seht, auch hier würde spätestens letztendlich der 3D-Sensor eingreifen, hat er aber dann noch nicht. Man sieht einfach nur seine Bilder und kann links, rechts wandeln und schon kann man sich deine Bilder angucken im Slide-Modus oder man sagt einfach Option Diashow, das geht auch. Und es läuft dann automatisch, ohne dass ihr irgendwas draufdrücken müsst. Und man sieht dann halt einfach seine Bilder. Wir gehen mal weiter unter Videos, Sounds. Da habe ich jetzt einen Track aufgespielt, nämlich das von Green Day. 21 Guns heißt das. Das spielen wir am besten mal gleich auch ab und gucken erstmal weiter im Organizer unter Weckerfunktion, Kalenderfunktion. Wie der Kalender nun letztendlich aussieht, das ist für den meisten Menschen eigentlich auch wichtig, die jetzt ein Handy benutzen anstatt ein Smartphone. Also schön übersichtlich, gekennzeichnet, kann man noch eine Ansicht ändern, Wochenansicht. Und auch da hat man eine schöne Tabelle mit den Laufmonaten, Tagen, Datum und so weiter. Das sind halt ganz normale Organizer-Funktionen, Notizen technisch. Kontakte anzulegen ganz einfach, einfach Kontakt anlegen und hier kann man einfach Vornamen eingeben, je nachdem und dann halt zugehörig eine Rufnummer, eine E-Mail-Adresse, Nachname, Bild, wo man speichern möchte und am Ende dann fertigen. Und das gespeichert, dann hat man seinen Kontakt halt ganz normal einen Kontakt. Weiter zur Unterhaltung. Spiele, Mobile TV. Mobile TV ist ein Feature jetzt, was von Vodafone und von T-Mobile unterstützt wird, sodass ihr einfach Fernsehen gucken könnt. Und das läuft dann übers Internet. Ist zwar jetzt nicht vergleichbar mit DVB-T oder ähnliches, sondern ist ganz normal Streaming halt, mehr nicht. Google, die Applikation an sich ist einfach aufgestellt, wie YouTube oder Google Maps. Wir gehen mal auf YouTube und bin mal gespannt, wie das so funktioniert. Verbindung herstellen, ja. Es wird geladen. Ich nehme mal an, es wird einfach per Verknüpfung auf YouTube zugegriffen und da sehen wir auch schon YouTube und ich klicke mal ein Video an, wir können mal gucken, wie das aufgeladen wird oder angezeigt wird und wenn ich aber runtergehe hier, sage auf Video ansehen, auf den Link, dann startet ein Player und das Video wird geladen, eine Pufferung läuft, ich mache mal ganz laut einmal. Läuft eine Pufferung immer noch, zwar zeigt er 4 Minuten und 40 Sekunden an, aber die Wiedergabe hat noch nicht funktioniert.
Nehmen wir ein anderes Video und gucken mal, woran das liegt vielleicht, ob das im Video liegt oder ob es generell vielleicht der Verkehr ist bei YouTube, der gerade auslastet. Nehmen wir das Video hier und gucken, ob das funktioniert. Sagen wir hier auf YouTube Video ansehen. Und das wird jetzt geladen. Auch das funktioniert diesmal doch. Also man sieht hier ein Video. Machen wir mal zu, mal gucken, was dann passiert. Klappt auch nicht hier. Option, Querformat, dann klappt schon. Also so kann man sich schon sein Video angucken, indem man das manuell umstellt. Ein 3D-Sensor fehlt hier noch, dass man das automatisch machen kann. Das ist ein bisschen schade, aber man kann ja nicht alles bei einem Handy haben. Von daher gehen wir hier mit YouTube raus, haben euch gezeigt, wie das funktioniert. Es klappt schon. Google Maps und Google Suche brauchen wir nicht. Musik, da klicken wir mal rein und klicken wir auf meine Musik. Alle Titel. 21 Guns habe ich jetzt einmal aufgespielt. Und wir sagen mal Play hierzu. Machen wir ganz schön laut hier. Und der Aufbau ist ganz einfach. Track wird hier oben gezeigt. Eventuell ein Bild für Cover, Album und der Interpret natürlich. Die Laufzeit. Das ist eigentlich das Wichtige. Versuchen wir ein bisschen nach vorne zu spulen. Nehme ich einfach hier Festhalte. Auch hier schön laut. Man hat trotzdem die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte Musik hören, aber im Hintergrund auch ein Handy unterstützt sowas. Meine Musik, Radio, Songerkennung sagt schon alles. Wenn ihr einen Song hört und nicht wisst, wie es heißt, einfach abspielen lassen und schon sagt euch das Handy, indem es aus dem Internet die Information holt, was genau das für ein Song ist. Einstellungstechnisch brauche ich hier großartig nichts zu sagen. Das sind halt relevante Einstellungen zu dem Telefon. Das war es eigentlich soweit von dem Telefon, von dem LG BL20, ein Slider, was zeitgleich erschienen ist mit dem großen hier, mit dem BL40, ein Touchscreen-Telefon. Das ist schon ein bisschen cooler, finde ich persönlich. Dazu haben wir auch ein Video gedreht. Ein Vergleich zwischen diejenigen, die jetzt sagen, okay, ich bin ein LG-Fan und welche soll ich mir zulegen? Habt ihr erstmal einen Größenunterschied zwischen beiden Telefonen und beiden und das Können des beiden Telefons? Die wurden ja schon Monate vorher angekündigt. Das eine ist wirklich ein Handy mit einigen Features wie Kamera, gute Kamera, Internet, halt normalen Funktionen und auch die Verarbeitung ist recht gut. Und das andere ist ein Smartphone. Dazu brauche ich großartig nichts zu sagen. Das Video gibt es auch schon parallel. Einfach anschauen. Das war soweit von uns. Mit den zwei neuen LG-Telefonen, die wir euch hier präsentiert haben. Für euch das Richtige, je nachdem, was ihr dann halt für euch meint. Das ist für jemanden, der jetzt viel Wert auf Optik legt, aber auch nur ein Handy mit Musik, mit der Funktion haben möchte. Für den ist das das Richtige. Dann es bietet nicht vieles, großartig vieles an. Also keine innovative Bedienung, nur halt ein normaler Slider. Dieses Touch-Verhalten hier, das kennt man ja schon von dem Aston Chocolate damals. Ein bisschen groß ist er schon, aber das sind beide Telefone insgesamt. Ja, das war es eigentlich wie gesagt vom Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, einfach loslegen. Das Bild, was ich geschossen habe, seht ihr dann auf www.bestboys.de. Und erstmal herzlichen Dank fürs Zuschauen.